Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit den zwei Deck-Profiles vom ersten und zweiten von unserem vierten TBT Online-Turnier, gesponsert von Zombie Zocker, unserem Shop TCG Warehouse. Nochmal danke an die. Geht und checkt die auf jeden Fall mal ab. Alle Infos unten in der Beschreibung. War ein ganz cooles Turnier. Paar interessante Decks haben mitgemacht. Und die könnt ihr auch in den Feature-Matches abchecken. Also schaut auf jeden Fall da nochmal vorbei. Ansonsten haben wir hier erstmal den zweiten Platz. Der Lamdi kennt ihr wahrscheinlich, hat mit seinem Chamberlain mitgemacht. Gehe ich kurz mal drüber. Also ein Battle Fader, zwei Scarecrow, ein Lava Golem, drei Khadka, das war's an Monstern. Dann zwei Chain Strike, einmal One Day of Peace und drei Path of Duality, das war's an Zauberkarten. Und sonst nur Fallenkarten. Da spielt er dreimal Accumulated Fortune, dreimal Krug der Gier, dreimal Legacy of Yatagarasu, dreimal Reckless Greed, dreimal Gerechte Nachspeise. Ein Ring der Zerstörung, einmal diese Mauer, mir fällt gerade der Name nicht ein. Dann zweimal Secret Barrel, dann einmal diese neue Burn-Falle, zwei Ojama-Trio, dreimal Gebrüll und zwei Waboku. Wie ihr sehen könnt, eine Menge Schutz und eine Menge Draw und dafür halt ein bisschen weniger Burn-Karten, wie normalerweise. Dann Side-Deck, dreimal Xe, zwei Retaliating Xe, zwei Flying Xe, noch ein Battle Fader, ein Jar of Avarice. Ein Skill Drain, 2 MST, 2 Dark Hole und ein Cyber Drain. Extra Deck eigentlich unnötig, außer Dulahan und diese Ghost Trick Karte. Sehr interessantes Deck, sehr schön Chamberlain mal wieder zu sehen. Und Glückwunsch an ihn, Lamdi, für seinen zweiten Platz. Dann haben wir hier den ersten von Frog the Jam. Er hat einen YouTube-Channel und einen Deck-Profile auf seinem Channel, falls ihr das mal anschauen wollt. Ansonsten hier schnell nochmal sein Deck. 3 Banisher, 3x Fossil Diner, 3 Doom Caliber, 1 Rayo, 2 Kaiko und 3 Trap Tricks, Mirmileo. Ein Siegel von Orichalcos, 3 Pot und 1 Rageki, 2 Dark Hole, 3 verbotene Lanzen, ein Mind Control, ein Book of Moon und ein Riss. Dann die Fallen, ein Makro, ein TT, ein Compulse, ein Ring. Ein Emptiness, ein Warning, ein BTR, also so gut wie jede Falle, die auf 1 ist. Einmal Time Space Trap Hole, einmal die Trap Tricks Nightmare Trap Hole und 3 Mirror Force. Interessantes Anti-Deck. Zum Side-Deck 3 Feuerhände, 3 Eishände, 3 MST, 3 Dust Tornado und 3 Mistake. Sehr schlicht gehalten, aber trotzdem sehr effektiv. Dann extra Deck, so gut wie jeder Rang 4er und paar Level 3er für Doppel-Banisher, was wahrscheinlich nicht so oft passieren wird. Vor allem hat er auch noch Siegel von Orichalcos, also extra Deck nicht so wichtig. Auf jeden Fall auch Glückwunsch an ihn. Wie gesagt, Deck-Profile findet ihr auf seinem Channel. Link ist unten in der Beschreibung. Danke an Zombie Zocker und TCG Warehouse, dass sie das gesponsert haben. Checkt die auf jeden Fall mal ab und hoffentlich kommt bald wieder ein Turnier. Das wird, kann ich euch schon versprechen, auf DevPro sein. Wir wissen aber noch nicht genau wann. Sollte so zu Weihnachten sein. Aber mal schauen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt die Feature Matches ab. Und natürlich checkt Zombie Zocker ab. Und ciao.